Willkommen zu einer weiteren Folge von Tintin Retro Repair, wieder um den The A500 Mini. Diesmal geht es um die Tastatur. Die hatten wir bis jetzt noch nicht besprochen. Also überhaupt eine Tastatur, die man anschließen kann, was man damit machen kann. Und um einen anderen USB-Joystick, ein Klassiker, sein Lieblings-Joystick übrigens. Auch meiner, zumindest aus alten Zeiten, der Competition Pro. Bei mir noch der mit dem DE9 oder D-Sub-Stecker. Und hier die moderne Variante mit USB. Kannst du direkt mal ausprobieren, dann kann man direkt sehen, dass das Ganze wunderbar funktioniert. Oh, fantastisch, endlich, ich bin wieder in meinem Element. Ui! Decathlon fehlt, ganz genau. Decathlon fehlt. Super. Ja. Und damit man hier ein bisschen was ausprobieren kann, haben wir uns zwei Sachen ausgesucht, um ein bisschen Funktionalität zu zeigen. Nämlich einerseits, dass die Tastatur tatsächlich auch zum Tippen benutzt werden kann. Und wie ihr seht, habe ich hier eine besondere Tastatur, nämlich mit einem eingebauten Trackball. Kriegt man für relativ kleines Geld, kann man sich sparen, die Maus dann noch dazu zu benutzen, wenn man noch einen dritten USB-Port nämlich braucht, ohne einen USB-Hub verwenden zu müssen. Ja, gucken wir erstmal, wie gut der USB-Stick, wollte ich gerade sagen, der Joystick funktioniert mit Stunt Car Racer. Ah, ich habe hier anscheinend doch irgendwie die Möglichkeit... Die Tasten sind weiterbelegt. Genau. Das sieht danach also, aus. Sieht danach aus. Also hier mit der Taste komme ich schon mal in dieses Menü. Hier nicht weiter. Ja. Die Feuertasten sind sogar unterschiedlich belegt. Genau. Der rechte ist, glaube ich, Select. Aber hier bin ich wieder in dem. Genau, und hier wäre ich in dem. Also das wären die beiden Menü. Mittleren Tasten. Genau. Menü und Home sind damit belegt anscheinend. Genau. Super. Und jetzt komme ich nicht mehr weiter. Kommst nicht zurück. Genau, da müsste man dann wahrscheinlich über die normale Gamepad weiterhelfen. Also das wäre im Game eher wahrscheinlich etwas, wo ich sagen muss, da käme ich dann weiter, weil so bin ich geliefert. Leider. Gut, können wir ja hier mitmachen. Select Name. So. Andreas. Das bin ich. Also Tastatur funktioniert anscheinend ganz unproblematisch. Hier haben wir leider wieder das Problem, dass die Auswahl... Nein, ich habe keine Auswahl. Wir haben das Spiel schon vergessen. Ich bin rechts unten. Ich trete gegen andere an. Ah, genau. Guck an. Aber keine Chance. Genau, also schade. Aber... Da sei es drum, sollte man sich überlegen vielleicht, wenn dann die Sache mit WHD-Load möglich ist, ob es irgendwelche Patches oder andere Variationen der Spiele gibt. Beim 64er konnte man zum Beispiel ja noch mit übergeben, welcher Joystick mit welchen Funktionalitäten. Da gab es so Optionen, die man mit übergeben kann. Wenn das möglich ist, wir halten euch auf den Laufenden. Sobald wir es erfahren, was in der Richtung geht, werden wir das natürlich weiter teilen. Na toll, wunderbar. Also so viel zum Thema Competition Pro Joystick. Schade. Gut, aber wir können ja weitermachen, denn wir wollten ja noch zeigen, dass das auch mit der Maus funktioniert. Und dazu nehmen wir Battle Chess. Da haben wir es. Auswählen. Startet ja sofort in das Spiel hinein. Und siehe da. Sie ist natürlich nicht ganz so fein zu steuern. Vielleicht bedarf es auch ein bisschen der Übung. Aber man kann ja wunderbar auswählen und dann die Figuren setzen. Funktioniert. Also bedeutet, wenn man hier vielleicht Lemmings gegeneinander spielen möchte, kann man es mit einer normalen Maus auch als zweiter Spieler und ist nicht unbedingt angewiesen auf eine zweite The A500 Mini-Maus. Ganz genau. Muss nicht unbedingt sein. Also, wieder was dazugelernt. Competition, zumindest der wird schwierig fürs normale Spielen hin und her. Wahrscheinlich ja, zum Selecten braucht man anscheinend. Wir müssen mal gucken, wahrscheinlich gibt es auch Tastaturabkürzungen im Menü und sowas reinzukommen, wie beim 1664 auch. Ansonsten hat man ja immer das Gamepad. Würde ich also grundsätzlich angeschlossen lassen, kommt man einfacher ins Menü wieder mit zurück. Mhm. Ich wollte mal das Spiel verlassen. Denn das virtuelle... Das will wirklich keiner benutzen, jedenfalls nicht auf Dauer, das natürlich auch gehen würde. Also wieder viel dazugelernt. Ich hoffe, ihr habt auch dazugelernt. Es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.